Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part haben Shara und ich Ruhenau verlassen. Wir hatten uns von allen verabschiedet. Und von denjenigen, von denen wir uns nicht verabschiedet haben, die haben uns einen Brief zukommen lassen. Wir sind jetzt auf jeden Fall unterwegs und wir wollen schauen, wie es weitergeht. Los geht's. Kapitel 11. Der Weg über den Berg. Wow! Ist das hoch! Man kann den Grund kaum sehen. Der Weg hierher war ja schon hart. Doch die wahre Herausforderung liegt offenbar noch vor uns. Aber wenn man diesen Berg bezwungen hat, ist es bis Trubelstadt angeblich nicht mehr weit. Wenn wir das schaffen, sind wir also schon so gut wie da. Also, Johnny, nur nicht schlapp machen. Okay, Shana. Ich habe keine Karte. Kann ich mein Team jetzt noch irgendwie ändern oder so? Kann ich jetzt irgendjemanden mitnehmen? Könnte ich scheinbar irgendwie. Sollte ich vielleicht sogar tun. Ich möchte jemanden mitnehmen. Obwohl es jetzt nicht wirklich logisch ist, wenn ich jemanden mitnehmen könnte. Wie zum Beispiel... Doch, es macht scheinbar Sinn. Unsere Klassenkameraden sind nicht mehr da. Wir können sie nicht mehr auswählen. Okay, dann ist das Ganze schon wieder ein bisschen anders. Ich würde sagen... Oh, Dracoran kann ich auch nicht mitnehmen. Dann will ich halt wieder... Wo ist es denn? Was? Ich sehe es nicht. Wo ist es denn? Wollt ihr mich verarschen? Die wollen mich echt verarschen, oder? Ich sehe Emolga nicht. Emolga ist nicht da. Egal. Gehen wir zu zweit weiter. Von da kommen wir. Wir müssen in die andere Richtung. Ja, ist gut. Okay, gleich kommt offenbar ein Dungeon. Ich sollte mal Geld ablegen. Ja, alles ablegen. Was? Ablegen, sagte ich. Ah, so, okay. Ich habe alles mitgenommen. Ist ja gut. Mal ein bisschen sortieren. Die guten Äpfel lasse ich hier. Ein paar Sindelbeeren lasse ich auch hier. Mini-Belebersamen. Samen, der ist Schwachsinn eigentlich. Und zwei Plosivsamen lasse ich auch da. So. Gehen wir, Shana. Weitergehen? Ja. Auch wenn wir nur zu zweit sind. Zerklüfteter Gebirgspass. Ja, ich finde es gerade epischer, wenn wir nur zu zweit unterwegs sind. Deswegen, ja. Okay, zuerst kämpfen wir gegen dich da oben. Was zum? Warum hat... Was zum? Nein, ihr solltet euch nicht gegenseitig hochheilen. Das finde ich nicht so cool. Hört ihr jetzt mal auf damit? Hört ihr jetzt bitte... Hallo? Was zum? Hallo? Oh, Kisten. Ja, danke, Shana, dass du auch was machst. Shit, warum haben die uns jetzt quasi so Probleme bereitet? Also eher mir. Aber immerhin, Shana hat einen Apfel aufgehoben. Was? Klavion kann alle Schatzboxen für dich öffnen, die du während deinem Abenteuer findest. Bringe sie also am besten direkt zu seinem Schlüsseldienst, wenn du das nächste Mal in der Stadt bist. Klavion, soll ich jetzt schon eine Truhe finden? Weil ich nehme an, das sollte erst später kommen. Konfusionskraft. Träger manchmal in den Zustand Konfusion. Was heißt denn Träger? Wenn mich jemand angreift, dann passiert das. Und Fallenimmunität. Oh, Fallenimmunität nehme ich. Auf jeden Fall. Sollten wir uns noch ein wenig weiter hier umschauen? Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube, viel gibt es hier nicht mehr. Bloß noch so ein Teil hier. Konfusionsschutz geben wir Shana. Und dann... Oh nein, ein Flug-Pokémon. Weg mit dir. Ja, und es ist verwirrt. Klasse. Und hier liegen überall solche Splitter herum. Warum genau? Zweigexperte nehme ich. Jetzt haben wir aber schon ganz viele von diesen Splittern eingesammelt. Warum ist das jetzt nicht mehr der Fall? Kombinationsattacke. Rabaut sind gefährlich, verdammt. Es lebt immer noch. Hör auf, Shana anzugreifen. Ich habe nicht getroffen. Fuck. Und Shana ist nicht zurückgeschreckt. Warum nicht? Egal, wir gehen weiter.
Zerklüftattacke im Werkspass 2. Ich hoffe, das ist nicht allzu gefährlich hier. Oh, Schnäppke! Schnäppke! Ha! Hallo, Schnäppke! Lass mich in Ruhe, ja? Tschüss! Warum treffe ich nicht? Warum hält das so viel... Warum hält das so viel Attackenstand? Warum treffe ich nie? Uncool. Oh, 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 gefährliches Pokémon für mich. Ja, Tatinis, du musst weggehen. Du bist für ein kleines Pflanzen-Pokémon in mich eine große Bedrohung. Deswegen, sorry, du musst weg. Hallo? Hallo, weg. Gott, das war stark. Brandschutz. Ja, nehm auch ich. Ich bin anfällig für Feuer. Wir werden verfolgt. So, jetzt können wir aber beide angreifen. Attacke! Sehr schön, es war ein Volltreffer. Okay, und da ist bereits wieder die Treppe. Bisher kommen wir ja gut voran. Ich hätte doch jemand mitnehmen sollen, verdammt. Von unseren Freunden meine ich. Antikraft! Bam! Und Glut, jawohl. Silberblick, ja, mit dem kann ich noch leben. Sehr gut. Gehen wir weiter nach links und dann ist da ein Pokémon. Shit, da kommt noch eines. So, wir stellen uns... Ah, Shana! Ich wollte, dass wir uns gut hinstellen. Tschüss! Gut. Shit, das wollte ich jetzt nicht. Ah, ich kann auch von hier hinten angreifen. Stimmt ja. Stimmt ja. Oh, eine Box. Ich würde auch gerne da draufstehen, Shana, danke. Und dann gehen wir hier hoch. Da ist aber nichts. Ja, hier ist es nicht. Oh, na, oh. Shit. Muss das Vieh irgendwie... Hallo? Ja, dann soll das Vieh halt weggehen. Soll das Vieh halt weggehen. Weil, wie gesagt, wenn es seine Flucht wieder dreimal steigert, dann treffen wir das nie wieder. Und das ist ein bisschen kacke. Oh, Apfel. Mini-Belebesamen. Ja, hätte ich gerne. Deswegen. Tschüss, Fassungsorb. Und den Apfel. Ist wieder so ein schöner Apfel. Verdammt, gegen den Samen tauschen. Den brauchen wir eh nicht. Oder nicht mehr. Schnäppke? Schnäppke, treffe ich dich so? Wurde nicht getroffen. Nö, dann halt nicht. Shana, bitte greif auch an. Shit, das ist meine letzte Antikraft. Shit. Eisblitzer. 15 Schaden, naja. Was? Warum treffe ich nie? Mein Tackle ist kacke. Wablu. Hallo, Wablu. Ha. Süß. Konnexosphäre reagiert. Warum? Warum reagiert ihr immer? Das verstehe ich nicht. So. Oh, Stöcke. Starzweig und Schlafzweig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Habe ich denn Elixiere dabei? Ja, eins. Shit. Shana hat noch Doppelkick und Ruckzuckhieb. Ich habe noch 6-mal Rasierblatt. Okay, dann warte ich noch. Dann warte ich noch damit. Was bist du da oben? Nein, Julian Driftlon. Geh weg, Driftlon. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Sagte ich, hasse dich. Ich treffe sie da nicht. Okay, ging aber nochmal gut. Jetzt noch das Schnäppke. Bams. Ich treffe die Schnäppkes nicht. Das gibt's doch nicht. Halt, ich sollte jetzt ein Elixier zu mir nehmen. Es ist nötig. So. Geht's nicht... Oh, noch eins. Geh weg jetzt. So, meine Werte steigen. Das kann ich gebrauchen. Und bams. Und wow, das war gut. Shana, nicht zurückbleiben. Ich weiß, ich bin gerade schneller als du. Jetzt aber nicht mehr. Okay, und weiter. Ich möchte eigentlich nur so schnell wie möglich weg hier. Ebene 5. Shit. Ich greife dich mal so an. Au. Ich kann trotzdem angreifen. Warum kommt das Mistvieh nicht näher? Verdammt nochmal. So. Fassungsohr brauche ich eigentlich nicht. Aber erstmal mich heilen, weil das brauche ich extrem sehr. Weiter hoch, eventuell. Praktibalk hat eine Siedelbeere aufgenommen. Ja.
Da ist wieder was. Brandschutz. Schade, hat noch Platz dafür. Ist in Ordnung. Schnäppke hat irgendwas aufgehoben. Oh, warst du das, Schnäppke? Nochmal angreifen. Ja, und nochmal angreifen. So, wurde besiegt. Nee, nicht du hattest den Apfel. Schade. Oh, Energiefokus. Aber wir sollten beide angreifen, Shana, ja? Bams. Und Bams. Sehr gut. Sehr gut. Klasse. Tackle. Siedelbeere. Möchte ich eigentlich auch mitnehmen. Gegen die Arena-Beere tauschen. Shana, der Weg ist echt lang und beschwerlich. Du hattest recht. Ha, nicht getroffen, du Penner. Warum kommt der nicht näher? So, jetzt können wir beide angreifen. Danke, Shana, dass du den Angriff auf dich gelenkt hast. Und wir können weitergehen. Da ist aber auch keine Treppe. Shana, weißt du wirklich, wo es lang geht? Bist du dir absolut sicher? Ich hoffe. Wablu hat meine Beere aufgelesen. Und mir ist schon ganz schwindelig vor Hunger. Uncool. Okay, Wablu. Du musst weggehen. Ja, war ganz okay. Shana, komm. Ja, sehr gut. Wenn mir ganz schwindelig wird, dann sollte mal Shana das Ganze fortsetzen. Warum kann ich jetzt nicht sie bestimmen? Hä? Sonst konnte ich immer draufklicken und dann war Shana die Anführerin. Oder Moment, mit kurz L. Nee, hier kann ich das nicht tun, offenbar. Schade. Sehr schade. In den Dungeons konnte ich ja immer jemand anderen zum Anführer bestimmen. Und dann, ja, hat das funktioniert. Aber jetzt scheinbar, komisch. Ja, und ich möchte eigentlich auch keinen Apfel jetzt verschwenden. Ich denke, es dauert nicht mehr lange, bis wir da sind. Hoffe ich mal. Wobei, okay, doch. Okay, doch. Shit. Erstmal das Vieh hier noch klein kriegen. Bams. Shit, wieder nicht getroffen. Shana auch nicht. Fuck. Shana. Ah, fuck. Stirb. Danke. Okay, einmal Synthese eingesetzt. Vielleicht liegt da drüben ja ein... Ja, da liegt ein Apfel. Ein glänzender und noch ein glänzender. Okay, essen. Den essen wir auch gleich. So. Magen ist kein Problem mehr. Und nun gibt es nur einen Weg. Da ist wieder was. Attacken, Salve, geben wir auch Shana. Und dann. Dann. Oh nein, ein Geist. Leck mich. Oh, wieder nicht getroffen. Gibt's denn das? Wir müssen das Vieh so schnell wie möglich klein kriegen, Shana. Shana kann nicht mehr angreifen von da hinten, oder? Fuck. Fuck! Es ist kaputt. Klasse. Ja, Shana braucht auch ein Elixier. Unbedingt. Unbedingt. Nochmal. Bam. Ja, Shana. Haben wir noch eines? Ich glaube nicht, oder? Ein Elixier meine ich. Doch, wir hätten sogar noch eines. Okay, dann kriegst du das. Das ist vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber ich brauche deine Glut. Oh, shit. Bams, shit, nicht getroffen. Shana, bitte lass mich vorbei. Danke. Au! Los, bitte, vernichte es. Danke, Shana. Und gleich wieder ein Elixier mitgenommen. Jawoll. Nochmal ein Vogel. Vogel, hier, friss meine letzte Antikkraft. Bam! Dann werde ich bitte mit Shana den Platz wechseln. Mit Shana den Platz wechseln, sagte ich. Danke. Super. Ja, nee, ich möchte noch kein Elixier benutzen. Das brauchen die vielleicht irgendwann noch dringender. Tackle. Ja. Und sie ist wieder verwirrt. Klasse. Dieser Sipal war der Wahnsinn. Der war echt super. Jawohl. Geld. Ja, wie solche Splitter. Halt, es hat tatsächlich etwas gedroppt. Wenn wir genug von diesem Zeugs einsammeln. Halt, aber das brauchen wir nicht. Aber wir könnten es verwenden. Und zwar... erhöht sich der Angriff leicht. Für mich. Ja, für meinen Tackle. Hier liegt noch was. Und da ist die Treppe. Sehr schön. Oh, wie groß ist das Ding bitte? Halt, wir sollten zuerst das hier mitnehmen. Fallenimmunität. Hat noch irgendjemand Platz dafür?
Ne, ah, ich habe das sogar schon. Ah, okay. Und das bringt mir... KP werden leicht erhöht. Verwenden an... Schade. Hat ein bisschen weniger als ich. Und hier haben wir... Belebersamen. Mini-Belebersamen, muss man sagen. Diesen Samen hier bitte weg. Ja, ich gehe hier immer auf... Oh, fuck. Auf Nummer sicher. Schade, bitte mach du das. Ich habe hier nicht mehr viel zu melden gegen solche Viecher. Und... Zack. Jawohl, super. Shit, Glut ist auch schon wieder weg. Shit. Okay, ich muss mit einem Tackle arbeiten. Bams, nicht getroffen. Okay, aber Shana trifft immerhin von da hinten. Scheiße. Warum treffe ich nicht? Warum treffe ich nicht? Jetzt. Okay, gut. Synthese. So. Und weiter. Ich brauche das Elixier wirklich bald. Ist das hier noch Einschüchterer? Wenn ich es einsetze, erhöht Initiative leicht. An Shana, komm. Dann hier draufstehen. Und da oben ist ein Pokémon. Aber, nee, es schläft nicht. Shit, ist wieder so eines. Würde das gerne weghaben. Ja, ich würde es gerne weghaben. Komm näher. So, du wärst jetzt weggewärmst. Wird das Pokémon Blech drüben wegteleportiert? Okay, geh weg. So, Mistvieh. Und hier haben wir Tunnel. Was macht das jetzt schon wieder? Wird er geschwungen, bringt er die Wand in Blick zum Einsturz. Steht ein Pokémon davor, wird diesem Schaden zu... What? Wir können hier Wände einreißen? Das ist interessant. Fassungsorb kann weg. Solche Dinge werden dann vielleicht mal noch hilfreich, würde ich sagen. Ja, komm näher. So, da bist du ja. Wow, Shana, das war klasse. Aber ich sollte trotzdem das Elixier mal trinken, würde ich sagen. Haben wir hier und an mich. Ja. Ich brauche auch sinnvolle Attacken. Immerhin gehe ich voraus. Und da haben wir einen Apfel. Nein! Nein! Shana, bitte greif an. Danke. Warum triffst du... Was zum... Warum triffst du mich? Leck mich! Du kannst mich von da gar nicht treffen. So, und jetzt sag gute Nacht, du Mistvieh. Zack. Ja, ich weiß, ich habe den Angriff für Shana eingesteckt. Deswegen ist das passiert. So. Okay. Ging gerade nochmal gut. Und da ist die Treppe, aber zwei Pokémon. Ja, kommt nur näher. Kommt nur näher. Das eine ist verwirrt. Shit, es ist nicht mehr da. Shit. Ich habe jetzt ins Nichts geballert. Bam. Ich kann einen Schritt näher kommen. Ja, Schnäppke ist kaputt. Und... Sehr gut gemacht, Shana. Perfekt. Frisch gepflückter Apfel. Essen wir. Sinelbeere hätte ich auch gerne. Konfusions... solche Zweige sind schon cool, wisst ihr? Verdammt. Und dessen benachbarte Pokémon, mit Ausnahme des Trägers, an einen anderen Ort auf der Ebene teleportiert. Okay, die will ich nicht haben. Nicht, dass ich dann meine Leute auch noch wegwerfe. Oder wegteleportiere. Das wäre uncool. Und ich sehe gerade auf die Uhr, der Part dauert schon viel zu lange, was nicht so cool ist. Aber ich möchte jetzt hier noch durchkommen. Ich tippe mal wirklich, dass es 10 Ebenen sind. Würde ich sagen. Ja, kaputt. So, Sinelbeere müssen wir halt... Müssen wir gar nicht. Die kann Shana essen. So. Heutzutage müssen wir da lassen, aber nee, für was auch. So, nächster Vogel. Bam. Bam. Ah, Geronimatz, pass auf, was du da tust, ja. Ich sag's dir. Shit. Jetzt muss das Vieh kaputt gehen, unbedingt. Und? Jawohl. Okay, schnell die Synthese. Aber ganz schnell, nachdem ich so ultratermaßen... Wow, Level Up auch noch. Je nachdem meine Werte so doppelt gestiegen sind, das war super. Ja, und jetzt heilen. Und am besten gleich nochmal. So. Komm, Shana. Shana, komm bitte mit. Ich weiß, dass ich jetzt schneller bin als du. Komm bitte. So, alles wieder gut. Er ist ein wenig nervig, wenn ich schneller bin als meine Teamkameraden. Was? Wer hat einen Apfel aufgehoben? Wer?
Ist gar nicht so What? Das Vieh muss weg. Das ist bestimmt stark. Konexosphäre reagiert. Warum? What? Wie viel Schaden hat das Vieh gerade gemacht? Fick dich, du Mistvieh. Wow. Habt ihr das gesehen? Es hat Shana one-hitted. Ich sollte besser aufpassen. Ich sollte echt besser aufpassen. Halt. Halt, das Ding will ich mitnehmen. Ich kann ja jetzt einen Samen wegschmeißen. Ja, da. Wow, entwickelte Pokémon sind echt viel zu krank hier. Deswegen hatte ich auch immer so Respekt vor Magnaien. Oh, noch so ein Vieh. Weg da! Nee, nein! Weg mit dir! Und dich erledigen wir so. Hoffentlich kriege ich das hin. Du bist nicht ein... Oh, wie viel denn noch, bitte? Härtner, ja, damit kann ich leben. Gehst du kaputt? Ja, gehst du. Dann das nächste. Marco, oh, wie viele denn noch? Wollt ihr mich verarschen? So. Shit. Ich kann nicht mehr angreifen. So, Shana, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Nee, du kannst nicht angreifen, verdammt. Das ist verwirrt. Klasse. Und nochmal, bams. Shit. Nochmal. Bam. Oh, gut. Essen, ja, gut, meinetwegen. Oh, ist das übel hier, ganz im Ernst. Shana, dieser Weg ist verdammt nochmal gefährlich. Ebene 10. Oh, verdammt nochmal. Okay, Leute. Dieser Weg hier ist länger, als ich gedacht habe. Deswegen würde ich sagen, das war es erstmal für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.